Herzlich willkommen zur Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutjahr und heute zu Gast eine tolle Schauspielerin. Herzlich willkommen, Helen Barke. Wie geht's dir und wo bist du? Hallo, mir geht's gut. Ich bin gerade in Leipzig in meiner Wohnung. Das freut mich. Der ein oder andere hat das Gesicht wohl leicht schon mal bei Sturm der Liebe gesehen, aber auch Theaterfans werden dich natürlich einordnen können. Aber bevor wir all das klären, du wurdest in Leipzig geboren, hast aber deine Ausbildung in Wien gemacht zur Schauspielerin. Warum? Ja, warum nicht? Zu Recht. Ich weiß es gar nicht. Ich wusste gar nicht, was ich nach dem Abitur machen sollte, ehrlich gesagt. Ich bin dann erstmal ins Ausland und dachte, ach, keine Lust zu studieren. Und dann irgendwann dachte ich, ja gut, dann machst du Schauspiel. Und dann bin ich spontan nach Wien, habe dort vorgesprochen und bin an die Schule gekommen. So einfach. Und deine Freunde und deine Eltern und die Verwandten haben gesagt, na klar, natürlich, geh nach Wien. Ich glaube, in Sydney ist auch noch was Gutes frei. Ja, die haben gesagt, Mensch, Helen, na gut, wir sind Skifahrer. Also wir lieben Skifahren und Snowboard und deswegen sind wir immer in Österreich. Und dadurch haben sie gesagt, ja super, ist doch gar nicht so weit weg. Fahr mal hin. Oh, die komm, acht Schatz. Stunden. Und dann wissen wir auch gleich, wo wir beim nächsten Urlaub übernachten können. Ich höre hier eigentlich nur Vorteile raus. Was war denn nach dem Abitur noch die andere Möglichkeit für dich außer Schauspielerei? Ich wollte eigentlich so in die Musical-Richtung gehen, also auch kreativ trotz allem. Aber ich habe gemerkt, oh, das ist ein hartes Pflaster. Also das ist hart, muss ich sagen. Schauspielerei nicht? Doch, Schauspielerei auch. Aber ich glaube, wenn du diese drei Sachen singen, tanzen und Schauspiel zusammen machst, ich glaube, da war ich wahrscheinlich zu schlecht. Das kann ich nicht beurteilen. Nee, kannst du nicht beurteilen. Was ich nur immer wieder feststelle in Deutschland, ich glaube, international sieht das ein bisschen anders aus, dass in Deutschland Musical-Darsteller immer so ein bisschen belächelt werden. Das, ja, ach, die können so alles, und aber nicht so ein bisschen. Ich glaube, das Deutsche unterschätzt ganz gerne eben halt sowieso Berufsgruppen, weil ich finde gerade alles im Bereich Musical und da sowohl hinter als auch vor und auf der Bühne so abgefahren, was da teilweise passiert. Ja, oder? Krass. Das sind, also ich bewundere alle Leute, die in diesem Beruf arbeiten. Hinter, vor der Kamera, hinter der Bühne, auf der Bühne. Es ist der schönste Beruf, aber auch sehr anstrengend. Ja. Und welcher war für dich der bisher anstrengendste Tag? Der bisher anstrengendste Tag? Ich glaube, das war der erste Tag, den ich bei Sturm der Liebe hatte. Ich glaube, das war der erste Tag. Anstrengend, weil ich dieses Format, ich wusste nicht, auf was ich mich da einlasse. Aber das sollte jetzt nicht negativ klingen. Nein, nee, natürlich nicht. Aber es ist ja ganz interessant, weil einige von uns werden nicht das Glück haben, eine so große Rolle bei Sturm der Liebe spielen zu können. Du warst Denise Saalfeld, ein Nachname, den man natürlich kennt in diesem Universum. Wer war denn Denise? Lebt Denise noch? Ich glaube, Denise lebt noch in, oh Gott, Paris. Ich bin nach Paris gegangen. Sie lebt jetzt mit ihrem Mann Joshua Winter in Paris. Ja. Ja. Und Joshua wurde gespielt von Julian Schneider? Von Julian Schneider, ja. Auch ein ganz toller Kollege. Und das Schöne war, kaum wart ihr zu Ende erzählt, es vergingen, glaube ich, wenige Wochen, da kam schon, sowohl Julian als auch Helen schweigen. Stille herrscht auf ihren Social-Media-Profilen. Was ist da los? Was war da los, Helen? Habt ihr zusammen Urlaub gemacht oder habt ihr normal gelebt? Du, ganz ehrlich, ich glaube, wir haben ganz normal gelebt. Julian ist wieder nach Österreich gefahren und ich bin wieder in mein schönes Leipzig gefahren. Ich glaube, wir haben einfach nur gelebt und gedacht, ja, endlich mal ein bisschen Urlaub, Ferien. Atmen. Wer war da nicht? Atmen. Eine Daily Soap oder eine Telenovela auf täglicher Basis ist so ein krasser Job. Ja. Was hast du denn davor gedacht, wie das werden würde? Also ich muss sagen, ich habe es mir echt einfacher vorgestellt. Aber ich hatte schon Kontakt zu ein paar Kollegen, zu dem Traummann vorher, Sebastian Fischer. Und der hat mir gesagt, du Helen, das wird hart. Und ja, es wurde hart. Wie kam es überhaupt, dass du gesagt hast, Sturm der Liebe wäre was für dich? Oder kamen sie auf dich zu, die Produktionsfirma? Die kam auf mich zu. Ich muss dazu sagen, ich kannte das Format früher gar nicht. Das war nicht mein Fernsehgenre, was ich gerne geguckt habe. Aber ich muss sagen, es war trotzdem schön zu spielen. Es war mal was ganz anderes und dann habe ich dort Casting gehabt und habe die Rolle bekommen. Ja, und dann ging ein Abenteuer los. Und Denise Saalfeld ist in der Serie die Tochter von Christoph und Xenia.
Und du musstest aber nicht alleine kämpfen, sondern du hattest die wunderbare Jenny Löffler an deiner Seite, die Annabelle, die Schwester, gespielt hat. Seid ihr noch in Kontakt oder geht es dann auch einfach wieder so ganz normal auseinander, wie so oft im Leben? Lustigerweise sind wir noch in Kontakt und das ist natürlich auch schön. Also Jenny und ich hatten in der Zeit so eine enge Freundschaft und Verbundenheit. Wir waren wie Schwestern, weil wir wirklich 24/7 aufeinander gehockt sind, haben. Und ja, wie gesagt, ich war jetzt in Berlin und habe sie dort auch gesehen. Ach, schön. Ja. Und habt ihr ein Foto zusammen gemacht und kurz die Sturm der Liebe-Fans Fanherzen höher schlagen lassen? Wir hätten es vielleicht machen sollen, aber wir waren einfach nur glücklich, dass wir uns hatten. Und wir haben dann vergessen, ein Foto zu machen. Wir sind da nicht so. Wir gehen dann Ist einfach Kaffee trinken und ja, soll das keiner Leben wissen. genießen. So, dann nehmen uns doch mal mit auf so einen Sturm der Liebe-Drehtag. Wann stehst du da auf? Wann ist Mittagspause? Gibt's Frühstück? Ja, Frühstück gibt's. Warte. Gut, die wichtigste Frage direkt beantwortet. Das ist die wichtigste Frage, die du jetzt gestellt hast. Frühstück gibt es. Das kommt immer darauf an, wo wir drehen. Wenn ich jetzt im normalen Studio, vom Studio ausgehe, 4:05 auf dem Bavaria-Gelände, dann wurde ich meistens so gegen, ich glaube, 7:30 Uhr abgeholt. Dann war ich so gegen 7:45 Uhr, 7:45 Uhr am Set. Ich habe relativ nah gewohnt, was gut war. Und dann war ich, ja, eine Stunde in der Maske. Es hat doch eine Weile gedauert bei mir, alle so raufzuspachteln. Und ja, dann Kostüm und um 9 ging es los mit Drehen. Und da hatte ich das erste Bild. Und meistens hatte ich dann auch als Traumfrau das letzte Bild. 19:15 Uhr, 19:30 Uhr. Und jetzt denkt man ja, ah, oh schön, da hast du ja noch den ganzen Abend Ja, Zeit. nee, habe ich nicht. Da war dann Leider nicht, Textlernen ne? angesagt für die nächsten Tage. Also, Horror. Ja. Wirklich für die nächsten Tage, nicht nur für den Tag danach? Es kommt immer darauf an, was für Szenen waren. Also wenn jetzt kleinere Szenen waren, dann nur für den nächsten Tag. Und wenn größere Szenen waren, die länger gehen, die habe ich mir dann echt schon vorher angeguckt. Ich war ein bisschen kleiner Streber. Bei einer täglichen Serie ist es Ja, ja, das es war. darf ja gar keine Überraschung geben, weil es ist ja so hart durchgeplant. Okay, jetzt sagen wir mal, es steht eine Szene an, du und eben Annabelle, es ist ein Gespräch im Fernsehen während, man sagt vorgestoppt, im Fernsehen wären es dann, sagen wir mal, 70 Sekunden. So, das heißt, die Szene geht am Ende auch 70 Sekunden ungefähr. Wie viel Zeit habt ihr zum Drehen dieser 70 Sekunden? Ungefähr. Halbe Stunde? Und ist das viel oder 20 wenig? Minuten? Das ist eigentlich wenig, weil es wirklich, es sind wenige Kameraeinstellungen. Wir haben fahrende Kameras gehabt und wir mussten eigentlich wirklich so schnell wie möglich diesen Text draufkriegen und wir hatten nicht viele Takes. Also das waren ein, zwei Takes pro Szene, wenn wir gut waren. Wenn wir schlecht waren, war es dann 10. Dann wechseln wir ganz unauffällig zu Schmetterlinge sind frei. Das ist ein tolles Theaterstück, bei dem du in den letzten Wochen, nicht in den letzten Wochen, in einigen Wochen in diesem Jahr dabei warst. Wer das nicht mitbekommen hat, was ist denn das? Schmetterlinge sind frei. Schmetterlinge sind frei ist ein wunderschönes Theaterstück von Leonard Gershy. Und in diesem Stück geht es um einen blinden Jungen, der allein in seinem Apartment in New York wohnt und eine neue Nachbarin bekommt, die ein bisschen crazy, laut. Ich beschreibe sie mal gerne so ein bisschen als Hippie-Nachbarin. Sie ist so frei und die spiele ich. Und dann kommt natürlich die Umstände, sie mögen sich, sie verlieben sich ein bisschen und dann kommt die Mutter. Und natürlich diese Generationskonflikte, wer mag es nicht? Ja, und die Mutter ist natürlich, sie möchte eigentlich, ich glaube, sie ist im Inneren wie alle Charaktere gut. Sie will ihren Sohn natürlich schützen, vor allem vor einer Enttäuschung. Und sie befürchtet halt, dass deine Figur Jill Tanner eben doch nur irgendwie ja mal das schnelle Abenteuer sucht oder so. Im Original aus den 70ern hat Goldie Hawn deine Rolle gespielt. Für die Rolle der Mutter gab es sogar den Oscar damals. Hast du denn dir die Verfilmung einmal angeguckt oder hast du gesagt, nee, ich will das ganz alleine auf meine Art und Weise mir die Figur entwickeln? Ich habe die Verfilmung nie gesehen. Ich habe den Trailer gesehen und dachte, okay, Goldie Hawn spielt die Rolle, alles klar, ist kein Problem. aber ich habe die Theaterstücke, also das Theaterstück habe ich gesehen in Wien damals, das hat ein Kollege von mir gespielt. Und das fand ich total toll und dann irgendwann kam diese Anfrage, dieses Casting im Schlossparktheater Berlin und dann hatte ich auf einmal die Rolle. Ja, sehr gut. Und das Schöne ist eben, das wissen viele nicht.
Manche Filme sind vorher Theaterstücke. Und der eben auch, und ich glaube, das lief schon wie sonst was erfolgreich eben am Broadway, bevor das verfilmt wurde. Und auch Mamma Mia war ja vor dem Film mit Meryl Streep auch schon Richtig. ein wenig unterwegs. Das weiß man alles. Aber bei Schmetterlingen sind frei, gesungen hast du da nicht, ne? Da gibt es nichts zu singen. Ne? Das ist klassisches Komödie, oder doch? Doch, wir haben gesungen. Wir haben gesungen, ja. Wir haben gesungen den Titel sozusagen von diesem Lied. Und der heißt Butterflies Are Free. Und das hat sozusagen Johannes Hallervorden, mein lieber Kollege, der den Don Baker spielt, hat das gespielt und ich habe nebenbei gesungen. Ja. Dann kannst du ja doch noch mal ein bisschen in diese Ich konnte noch mal Musical-Bereich. meine Musikalität rauslassen. Und ja, wie war es mit diesem Spielpartner? Es gibt keinen besseren. Ich kann nichts Schlechtes sagen. Es war wirklich ein Geschenk, mit ihm zu spielen. Wir haben uns sofort verstanden vom ersten Tag an, vom Casting. Wir haben den gleichen Humor und deswegen hat das auch so gut funktioniert mit diesen beiden Rollen. Weil die müssen sich einfach auch so gut kennen und wir können uns einfach blind vertrauen auf der Bühne. Wir hatten gestern die letzte Vorstellung und es war irgendein Fehler und ich weiß nicht mehr von wem. Und der Partner hat dann den anderen gerettet auf der Bühne, weil wir wussten den Text nicht mehr. Und darauf kann man sich dann halt verlassen, ne, bei Johannes. Und das Abgefahren ist ja bei Johannes, ich weiß nicht, ob du das noch hörst, aber er und sein Vater, die haben ja nahezu die gleiche Stimme. Das sind Zwillinge. Es Echt sind so? Zwillinge. Also, wer jetzt überlegt, den Nachnamen von Johannes habt ihr, glaube ich, gehört. Es geht um Dieter Hallervorden, ein unglaublicher Schauspieler und ein unglaublicher Regisseur und halt auch Macher, ne? Ja. Also, ja. Also ganz, ganz großer Mann. Und ich höre auch nur Gutes über seinen Sohn und seine schauspielerischen Qualitäten. Und du hast es ja jetzt auch bestätigt. Wenn also nochmal gefragt wurde, Mensch, wir wollen nochmal ein paar Wochen Schmetterlinge sind frei machen, dann wärst du dabei, ja. Dann wäre ich dabei. Ich wäre die Erste, die unterschreiben würde. Sehr gut. Du warst im Tatort dabei. Ja. Und das war eine sehr besondere Rolle. Wen hast du da gespielt? Ja, ich war zweimal im Tatort. Einmal München und einmal Bremen. Und ich glaube, du meinst München wahrscheinlich, Ich glaube ja. auch, ich meine München. Es war der Hardcore-Tatort. Genau. Und er ist auch Hardcore. Ja. Ja, ich habe Marie Wagner gespielt, die Luna, die hieß Luna. Das war eine Pornodarstellerin, die dann leider schon in den ersten 3 Minuten umgebracht wurde. Aber bis dahin war es richtig schön. Also bis Endlich mal. dahin. Hast du dich auf die Rolle mental vorbereitet oder hast du irgendwo? Es gibt ja manche SchauspielerInnen, machen ja dann, wenn sie eine Polizistin spielen, ein Praktikum bei der Polizei. Hast du dich darauf vorbereitet irgendwie? Ich muss sagen, meine Rolle war nicht so groß, dass ich mich hätte viel darauf vorbereiten müssen. Da war die Luise Heyer, meine Spielpartnerin, hatte schon weiß Gott mehr, die hatte ja auch die Hauptrolle. Ich habe mich aber trotzdem informiert, vor allem weil ich diese ganzen Begriffe in diesem Drehbuch nicht verstanden habe. Also ich möchte sie nicht wiederholen. Das ist schon, ja, die musste ich dann googeln. Da musste ich viel den Regisseur fragen und googeln. Aber ich habe im Nachhinein dann alles verstanden. Sehr Ja. gut. Dann lass uns über den anderen Tatort sprechen, den Bremer Tatort. Was war da los und wen hast du gespielt? Ich glaube, Katrin Herrmann oder so hieß sie. Es ist auch schon wieder so ewig her, oh Gott. Und da habe ich eine von diesen drei Freundinnen gespielt und es ging um, der Tatort hieß Blut. Und das war natürlich auch so ein abgefahren geschriebener Tatort von dem Regisseur Philipp Koch, ein ganz toller Regisseur. Und der hat mich dann sozusagen wieder mit in den anderen Tatort genommen. Und es geht nicht um mich. Ich habe eine Nebenrolle gespielt. Ich war eine dieser drei Freundinnen, die verschiedene gruselige Dinge am Anfang des Tatorts erlebt haben und gucken sich einen Horrorfilm an. Und dann ab da passieren dann diese ganzen bösen Sachen. Ja. Und wie ist das, wenn man dann so plötzlich weiß, okay, ich darf in dem Tatort mitspielen, weil das ist ja in Deutschland so, der Tatort. Das war bei mir auch. Ich glaube, das war mein größter Wunsch früher. Ich habe immer sonntags mit meinen Eltern Tatort geguckt und dachte, oh Gott, ich muss da mal mitspielen, auch wenn ich nur irgendwie einen Baum spiele oder irgend sowas. Ich will einfach nur in der Ecke stehen. Und dann war das mit diesem Hardcore-Tatort. Und ja, das war schön, obwohl ich eine sehr kleine Rolle hatte, aber es war schön dabei zu sein. Und hast du den dann oder den anderen mit deinen Eltern zusammen geschaut? Beide, glaube ich. Nein, den ersten, den Hardcore-Tatort, habe ich mit meinen Eltern geguckt. Und jetzt das Lustigste ist, es war ihr Hochzeitstag. Und
an ihrem Hochzeitstag kam dieser Porno-Tatort. Schön, das ist doch... Das war mein Geschenk, habe ich gesagt. Das war mein Geschenk. Zu Recht. Ja, zu Recht, es war gut. Ist Schauspielerei heute noch die richtige Entscheidung in deinem Leben? Ja, da brauche ich gar nicht überlegen. Ja, und sogar nach dieser Zeit letztes Jahr. Ich habe nicht eine Sekunde dran gezweifelt. Erzähl mir mal von der Zeit letztes Jahr. Wie bist du da durchgekommen? Oh, die war hart. Wir haben Schmetterlinge sind freigespielt bis zum 14. März. Und dann hieß es so, jetzt kommt irgendwann der Lockdown. Dann haben wir eine Woche lang Livestream gemacht mit diesem Theaterstück. Und dann wurde alles komplett geschlossen und dann mussten wir alle zurück. Und ich hatte ja meine Wohnung in München aufgegeben und bin dann sozusagen nach Leipzig wieder zurück und habe dann hier im Endeffekt diese letzten, ja, was waren das, 8 Monate hier verbracht. Und ich glaube, davon waren wirklich 5 Monate, 6 Monate der Horror. Einfach nur dieser, also mir ging es persönlich wirklich gut. Ich kam auch, ich habe das irgendwie hingekriegt, aber es war natürlich... Diese Branche wurde so vergessen. Wir wurden so vergessen und das, ja, das hat einen natürlich fertig gemacht, ne? Aber ich habe nicht dran gedacht, dass das der falsche Beruf ist. Also, trotz allem. Und jetzt ist ja Schauspielerei tatsächlich eine Herzenssache, weil die Bezahlung ist, sagen wir mal, in der Momentaufnahme vielleicht gut oder teilweise sogar krass. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die wenigsten SchauspielerInnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch weltweit durchgängig drehen. Also da ist tatsächlich, wenn man dann mal eine durchgehende Rolle hat, zum Beispiel so eine ein Jahr bei Sturm der Liebe oder 3-4 Jahre bei Unter uns oder sowas, was dann auch dummerweise in Deutschland belächelt wird, also man ist so suspekt, dieses Land manchmal, ist dann natürlich einfach mal ein krasser Moment des Aufatmens, an dem man dann wirklich auch mal Geld beiseite packen kann, weil sonst ist natürlich oft Hoffen auf den nächsten Moment. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du durch diese Zeit kamst, weil ich kenne auch einige SchauspielerInnen, bei denen wurde es oder ist es teilweise richtig krass kritisch geworden. Ja, ich bin wirklich dankbar und ich muss sagen, das lag am Sturm. Ich konnte dort so viel sparen, ich konnte dort Geld sparen, ich musste ja nichts, konnte am Set essen, ich hatte nicht viele Ausgaben in dem Jahr und ja, damit kam ich wirklich über die Runden in dem Jahr. Meine Güte. Und jetzt ist es ja oft so, jetzt haben dich die Leute gesehen und die hat da so lange mitgespielt und yay, kam dann direkt eine andere Anfrage für die nächste Daily Soap oder Telenovela und du hast gesagt, nee Leute, jetzt wollte ich mal was anderes machen oder war erstmal Schweigen im Walde? Es kam direkt danach eine Anfrage von Rosamunde Pilcher. Ah, nice. Ja, und das ist überhaupt nicht schlimm. Das Problem war, die Rolle war genau die gleiche. Und ich glaube, nach 13 Monaten war ich so froh, dass ich mal was anderes spielen durfte. Und da habe ich so gedacht, nee, es tut mir leid. Und ich lehne eigentlich so selten irgendwas ab und bin froh, wenn man was hat. Aber in dem Moment dachte ich, nee, ich glaube, das wird mir auch jeder verzeihen. Ich kann es nicht machen. Ich glaube aber auch, dass Rosamunde Pilcher nochmal irgendwann um die Ecke kommt. Die soll nochmal anfragen. Jetzt bin ich bereit. Jetzt ist Helen bereit. Und du warst auch bereit für Käthe und ich? Ja, da habe ich auch eine kleine Rolle spielen dürfen. Ja, total schön. Genau. In der Folge Die Liebe und wer Käthe und ich gar nicht kennt, es hat wahrscheinlich die süßeste Hauptdarstellerin in Deutschland. Ein Traum. Ein Traum. Also so einen hübschen Hund habe ich, glaube ich, lange nicht gesehen. Ist auch mein absoluter Lieblingshund. Und immer wenn man mich fragt, was ist denn das für eine Rasse, dann sage ich, du musst tatsächlich bei Google nur eingeben, schöner Hund. Und dann kommt schon Australian Shepherd. Ja, genau. Genau, nee, also man muss ein bisschen scrollen, aber die Hunderasse ist auf jeden Fall dabei. Aber Gott, wenn man auch Pressefotos sieht, dieser Hund sitzt immer perfekt. Das ist Wahnsinn. Diese Kunststücke, die der kann sich schämen und der kann, ich glaube, der kann mehr als wir Menschen. Der kann mehr Emotionen spielen. Ja, und bei Käthe und ich geht es halt um den Hund und den Psychologen dazu. Wie viele Tage warst du am Set? Was hat es für eine Rolle? Oder darfst du das gar nicht verraten, weil es stift war? Doch, ich darf es verraten. Ich war im Endeffekt einen Tag am Set. Wir haben die Szenen, die wir eigentlich drehen wollten, auf einen Tag komprimiert. Und es war auch okay. Ein Tag in Berlin war eine kurze Rolle, war aber sehr schön, weil ich konnte nur mit Käthe spielen. Ich war eine Schwester in einer Tierpraxis. Ja. Und wenn man jetzt denkt, Mensch, das ist ja, hat ja eh so einen medizinischen Background, kann man dann irgendwie danach nochmal der Produktionsfirma schreiben, hey, hat Spaß gemacht, wäre meine Rolle nicht was für was Größeres, was Festeres, vielleicht so ein Liebesinteresse für den Hauptdarsteller?
Oh, gerne, der war sehr nett. Ja, aber dann, also ich meine, besteht diese Möglichkeit in der Schauspielbranche? Kannst du so eine Mail schreiben oder ist das doof? Ich persönlich habe es noch nie gemacht. Ich sage dann immer meiner Agentur, du, das hat super Spaß gemacht. Schau mal, dass du mich da irgendwie noch vielleicht weiter reinkriegst. Ja, dann drücke ich natürlich die Daumen. Kannst du noch mehr verraten, wo du so gedreht hast oder ist gerade ruhiger? Also ich muss sagen, jetzt ist gerade so ein bisschen ruhiger. Ich habe eine kleine Rolle bei einem Film Zurück aufs Eis. Das wurde in München gedreht vor ein paar Monaten. Da habe ich aber auch eine sehr, sehr kleine Rolle. Das heißt, es ist nicht wirklich viel drüber zu erzählen. Und ich muss sagen, jetzt gerade ist nur Theater bei mir. Super. Und was auch total in Ordnung ist, ich genieße das gerade richtig. Wir spielen ab dem 4. September wieder ein neues Stück. Und da gehe ich dann wieder ins Schlossparktheater zum Dieter Hallervorden. Ach schön, hat das Stück einen Namen? Das Stück hat einen Namen, Dinge, die ich sicher weiß. Uah, ist das ein Titel? Das ist ein guter Titel. Ist das ein Titel? Da freue ich mich natürlich, dann drücke ich die Daumen, dass das alles ganz normal so passieren kann, dass ein wenig Normalität einkehrt in diese Kulturbranche, die so dringend Normalität braucht wie kaum eine andere. Und ich bedanke mich ganz toll, dass du zu Gast warst, Helen Barke in der Web-Talk-Show. Ich danke dir. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Und ich bin sehr gespannt, was das gleich sein wird. Für euch da draußen gilt, die Welt kann ein wundervoller Ort sein. Es gibt aber noch eine ganze Menge zu tun. Und was wir alle machen können, ist zum Beispiel Organspender werden. Da könnt ihr euch mal informieren, ob das was für euch ist. Wir sehen uns morgen wieder. Und jetzt die Abschlussworte von Helen. Bis dann. Ich habe lange überlegt und jetzt musste ich gerade lachen, weil genau das, was der Nico gerade in die Kamera gezeigt hat, war mein Wunsch, was ich gerne sagen wollte. Weil ich habe Familienmitglieder und enge Freunde, die wirklich auf ein Organ warten. Und ich wünsche mir einfach, dass die Menschen da draußen sich mehr mit diesem Thema beschäftigen. Das ist das, was ich schon immer mal sagen wollte, weil das liegt mir einfach am Herzen.